Was ab, Freunde des Internets? Herzlich willkommen zu Wo ist mein Hammer? Wo ist mein Hammer ist seit langem mal wieder ein schönes, kleines Indie-Game, in dem man nichts anderes zu tun hat, als mit einem Hammer Sachen zu zerkloppen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo dieser Hammer ist. Okay. Hallo? Wie spiele ich das Spiel? Ah, hier haben wir den Hammer. Alles klar. Wie benutze ich den? Ah, okay, mit Rechtsklick. What? Mit Rechtsklick nehme ich ihn hoch und mit Linksklick haue ich ihn runter. Ich kann den Boden sogar zerstören, das ist ja der Hammer. Bam! Butz! Rums! Boing! Das ist so ein schönes Anti-Aggressionsspiel, wenn man mal einfach wieder ein bisschen Dampf ablassen will. Keine Ahnung, vor allem wenn man vielleicht irgendwie was Schlechtes erlebt hat oder so, dann kann man hier einfach völlig hart rum eskalieren. Es ist echt verdammt lustig, hier scheint irgendwie eine Tür zu sein, aber irgendwie kommen wir da nicht rein. Also versuchen wir einfach reinzukommen. Der Hammer! Oh, what the fuck? So. Ah, hier steht's dann nochmal, Middle Mouse to switch between Hammer und Slam. Wupp! Nice. Und Left Mouse to Slam und Right Mouse to Charge. Hier haben wir eine sehr schöne Vase. Ich muss sagen, hier behandelt es sich um ein sehr exquisites Stück. Putz! Oh Mann, der Hammer. Ich will weiter. Ah ja, schön rausgerissen. Oh, ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser. voll die Wand. Putz! Alter, was da für eine Kraft hinter dem Ding steckt. Das ist ja der Hammer. Mann, das war ungewollt. Oh Mann, ich will auch nach da oben. Komm, stell das Ding wieder hin. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich sehe nichts. Ich will da hoch. Und ansonsten. Holen wir es halt runter. Denn bevor wir hier alles kaputt machen, gehen wir mal. Oh, ein scheiß Computer. Hier kann man auch ein Anti-Rage-Computerspiel machen. Womit haben die den festgeklebt? Mit Puppex? No Product Placement! Mach ihn put! Solide Qualität. Was zum Geier war das denn? Wand, lass mich in Ruhe. Gehen wir erstmal hoch, was wir bisher noch nicht gemacht haben. What? Das Spiel wurde innerhalb von 24 Stunden gemacht, also dass es noch Bugs hat, ist verständlich. Und das Leben. Die Qualität. Die Reinheit. Zerstören! Zerstören! Ich mag kein Museum, weg damit, ist doch langweilig. Ich hab gesagt, ich schlaf oben. Ha, jetzt schlaf ich oben. Okay. Oh, was? Wie cool. Wir landen auf dem Dach, wenn wir durch den Boden fallen. Ist ja der Hammer. Vase! Immer diese soliden Vasen. Ich habe gar nichts gemacht und das Ding geht schon ab. Schlagen wir uns von oben nach unten einfach mal durch. Bam! Bam! Also irgendwie, das Spiel ist ja nichts Besonderes eigentlich, ne? Aber es ist einfach schon extrem lustig und macht verdammt viel Spaß. Also ich muss sagen, es gefällt mir echt gut. Dafür, dass es so wenig ist, sozusagen. Oh ja, Flaschen. Boah. Also irgendwie müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, was kaputt gehen kann und was nicht. Charge! Bam! Anti-Bücher! Anti-Bücher! Aber eigentlich stehe ich auf Bücher. Oh, ein Bett. Ups. Schlagen wir auf den Boden. Wohin wird uns das fühlen? Genau, nach unten. Oder in dem Fall hier nach oben. Go! What the fuck? Was geht ab? Und jetzt... Yeah! Bam!
Der Hammer. Kann man richtig Tor spielen hier. Ach du Scheiße, schon wieder. Schon wieder dieser Computer. Naja. Belassen wir es bei dieser kleinen Erfahrung. Und ja, wo ist mein Hammer? Es ist ein kleines, lustiges Indie-Spiel. Ich hatte echt viel Spaß, das zu spielen. Der Computer ist echt der absolute Oberhammer. Oh, ich habe ihn kaputt gekriegt. Wenn jemand das Spiel auch mal selbst ausprobieren möchte, ich lasse einen Link unten in der Beschreibung. Ist von GameJolt, kann man auf der Internetseite spielen, aber auch runterladen für die 64-Bit-Version. Und ich glaube für Mac auch. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. See ya! Ich glaube, das ist unsere Power an.